Leute, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, also erstmal hoffe ich, ihr hattet eine schöne Woche, denn jetzt ist endlich Wochenende. Tut für mich generell eigentlich ganz gut, denn jetzt nach der ersten Schulwoche hat man eigentlich schon ein bisschen einen Unterschied gemerkt, jetzt von Fernunterricht und ja, so dies und das natürlich. Aber okay, jetzt weg von der Schule und zurück zum Spiel. Heute gibt es einen kleinen Ablauf. Und zwar, zuerst möchte ich schauen, ob wir heute Level 32 werden, denn wir müssen nur noch... Oh, okay. Wir müssen nur noch ein Turnier gehen und dann weiß ich nicht, was passiert. Und dann gibt es noch was Neues. Es gab... ernsthaft jetzt. Es gab ein neues Update, was man machen konnte. Und ja, jetzt ist das Ganze hier von den Emotionen, also eigentlich jetzt richtig viel einfacher gemacht. Und ja, man kann das jetzt einfach schneller bedienen, weil manchmal kriegt man das halt nicht hin, dass man da ja auf den Menschen draufkommt. Und ja, aber okay. Wir nehmen jetzt unseren Rainbow Dash, schon richtig happy, und wir gehen jetzt unsere Flugstunde. Also, ihr seht, die letzten zwei habe ich mit 3 Sternen bestanden und die erste, da habe ich komplett reingeschissen. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, ich checke jetzt langsam, wie es geht. Also wir können jetzt mal dahin und... Ja, wir machen das jetzt mal ohne Video. Also ich versuche euch das jetzt einfach mal zu erklären, wenn ich es schaffe. Also, ich gehe auf Start, nein, Spaß. Also wenn ihr, also ihr könnt hier unten dashen und wenn da das kommt, müsst ihr, okay, das war jetzt blöd, da war rot, müsst ihr halt dashen und zwar so lange, bis ihr da durchkommt. Wenn es richtig war, dann kommen da grüne Sterne und ihr müsst diese fliegenden Kugeln einfangen, damit ihr die Energie kriegt. Und jetzt dashen. Ja, das war gut. Und dann müsst ihr die grünen Kugeln da einfangen. Und, ja. Okay, das war wieder schlecht, weil da war wieder rot. Also, hätte ich jetzt gemeint. Und, ah, oh, zu spät, nein. Jetzt hatte ich meinen Finger gerade, keine Ahnung wo. Nein. Komm, komm, komm. Was ist das? Das ist doch wohl nicht wahr. Warum sind wir jetzt auf einmal so schlecht? Okay, das war gut, das war gut, das war gut. Gut gemacht, Rainbow-Dash. Ganz, ganz gut. Okay, nächste. Let's go. Ich habe jetzt Werbung geschaut, dass wir wieder Energie kriegen. Ja, ich habe die Energie von Rainbow-Dash komplett unterschätzt. Ja. Jetzt warten wir, bis wir dashen können. Jetzt. Oh, das war gut, das war gut. Ich glaube, das war gut. Habe ich das gut gemacht? Ich hoffe, ich habe es gut gemacht. Also, Rainbow Dash hat anscheinend... Oh, wir sind da! Ja! Wir haben es geschafft. Also, ich glaube, Rainbow Dash braucht noch ein echt höheres Level, dass wir nicht ständig irgendwie Videos gucken müssen. Aber okay. Und. Werden das 3 Sterne? Ja! Das ist aber schön. Wie cool. Oh mein Gott. Ich glaube, wir werden weitergesetzt. Oder wie man das auch immer nennt. Oh mein Gott, Leute. Wir sind einfach Level 32. Oh mein Gott. Okay, jetzt Ausraster 3000. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind einfach Level 32. So, Leute. Diese Flugstunde war nicht das Letzte, was im Video passiert. Wir landen dafür jetzt erstmal am besten am Hauptplatz hier so. Und zwar habe ich eine kleine Überraschung für euch. Rainbow Dash freut sich auch. Leudis. Ich habe mich dazu entschieden, dass wir, jetzt gehe ich dahin, eine neue Mystical Pet Box öffnen. Und jetzt kann ich nicht wischen, jetzt. Wir haben 450 Black Pearls, das sollte auf jeden Fall reichen. Und ja, wir haben 20% auf eine Rare. 50 auf ein Epic und 30 auf ein Fantasy. Und ganz ehrlich, ich habe Bock, es zu tun. Ich habe Bock. Und ich würde sagen, wir machen es einfach, oder? Leute, wir machen es einfach. Seid ihr mit dabei?
Jetzt labere ich schon wieder eine Minute. Okay, wir machen es jetzt. Kommt. Oh mein Gott, ich habe drauf gedrückt. Okay, let's go. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, es ist ein Epic, es ist ein Epic. Oh mein Gott, was ist passiert? Was? Es ist ein... Oh mein Gott. Es ist ein Lamm. Leute! Es ist ein Lamm! Oh mein Gott! Ich habe gerade keine Luft mehr gekriegt. Es ist ein Lamm! Es ist ein Lamm, Leute! Es ist ein Lamm! Es ist ein Lamm! Leute, ich habe gerade voll die Probleme beim Wischen. Jetzt. Oder es ist ein weißes Reh. Ich sag, es ist ein Lamm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir machen jetzt Equip. Wir machen jetzt Equip. Und wir gucken uns jetzt das an. Oh, ja, super. Oh, Leute. Wie süß. Oh mein Gott. Also, das hat sich jetzt, glaube ich, auf jeden Fall gelohnt, oder? Also, jetzt mal ehrlich. Guckt euch mal an, wie süß das ist. Also, keine Ahnung, was hier in dieser Folge alles passiert, aber wir gehen jetzt trotzdem noch ein Multiplayer-Race. Ich weiß nicht, was ich heute habe, aber heute gibt es richtig Action hier in der Horsewagon Tales-Folge. Und ja, jetzt warten wir, bis wir angenommen werden. Und wir sind fertig. Wir sind auf jeden Fall drin. Ich glaube, ja, manche Namen kommen mir wirklich bekannt vor. Zum Beispiel Coco Coconut habe ich jetzt gesehen, gelesen, ja. Die habe ich schon wirklich oft. Wow, ich konnte nicht starten. Super. Der Start war ja mal prima. Oh je, wir haben wieder ein Schutzschild. Das ist schon mal richtig cool. Und wir rennen hier... Oh, Glitch. Wir rennen hier alle um den Sieg. Jetzt ist gerade hinter mir ein Pegasi, der Rainbow Dash 2.0, sage ich jetzt. Wow. Hilfe, Hilfe. Mamma mia. Okay, jetzt haben wir gerade irgendwie ein bisschen einen Glitch. Also, ich kann wieder nicht fließend lenken. Und dann sagt noch das Update so, ja, wir werden so ein paar Dinge hier fixen. So Bugs und so. Ja, die Lags sind trotzdem noch da. Was natürlich sehr schade ist, aber okay. Naja, ist jetzt auch egal. Vom Multiplayer-Race her weiß ich, wir müssen jetzt noch eine Runde machen. Und wenn wir Glück haben... Oh, wow. Jetzt habe ich mich gerade voll erschrocken, weil wir den Leck hatten. Oh, ja, wir haben es geschafft. Das war ja mal super. Oh, da ist ein Hase. Jetzt erinnere ich mich. Ich kann nicht mehr reden. Leute, ich krieg nichts mehr aus meinem Mund raus, was schlau ist. Was habe ich für Probleme? Herzlichen Glückwunsch an Coco Coconuts. Oh mein Gott, ja, okay. Am besten gehen wir jetzt raus, denn sonst passiert nur noch Schlimmeres, ganz ehrlich. Dann hätte ich aber auch gesagt, war es das jetzt mit der Folge? Und ja, verabschieden tue ich mich mit Tina Brave. Grüße gehen raus an dich. Und ja, schreib mir gerne Namensvorschläge für unser liebes Lamm. Ich sage es Lamm. In die Kommentare. Das würde mich sehr freuen, damit das Tier, also das Pet, auch einen Namen kriegt. Ich habe mir so gedacht, vielleicht Snow oder so. Was meint ihr? Und ja. Oh, Lily Angel. Hi. Grüße gehen auch raus an dich. Oh, Alice Ocean auch. Drehst du noch? Ja. Aber jetzt leider nicht mehr. Also danke fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye.